Willkommen bei Kleinkram, der Show, in der ich über viele verschiedene Kleinigkeiten mal ein, zwei Sätze sagen will, weil ich dazu etwas loswerden möchte. Ein Experiment und sicherlich ein enttäuschendes Video, wenn man seit Wochen auf neue Inhalte wartet. Und ich habe in meiner langen Abwesenheit noch ein Video produziert. Wo ihr das findet, sage ich euch in den letzten 20 Sekunden von diesem Unsinn hier. Los geht's! Ich habe meinen Laptop durch das neue iPad Pro ersetzt, denn für meine Zwecke ist so ein Tablet mehr als ausreichend und viel kleiner und leichter. Das iPad Pro hat laut Apple kein 3D-Touch. Ihr wisst schon, die Technik im iPhone, mit der das iPhone misst, wie fest du gerade drückst. Super praktisches Feature, das ich gerne in so ziemlich jedem Smartphone sehen würde. Aber wie zur Hölle kann ein Gerät ohne 3D-Touch in GarageBand feststellen, wie fest ich auf die Bassdrum haue? Wie? Ich will das wissen, das macht mich seit Wochen fertig. Es ist nicht die Länge des Tippens, es ist nicht die Kamera, nicht die Position des Tippens, nicht die Bewegung des iPads durchs Tippen. How the fuck? Irgendwo muss die Information herkommen, wie fest ich tippe. Woher? Woher? Ich habe in letzter Zeit ein paar Spiele nachgeholt und oh boy, da sind ein paar Perlen dabei. Salt and Sanctuary, ein 2D-Indie-Dark Souls, macht sehr viel Spaß und ist, zumindest alleine, deutlich übersichtlicher. Es ist ein wenig kacke, wie einfach jeder gegnerische Angriff die eigene Attacke stoppt, man aber fast nie gegnerische Attacken stoppen kann. Trotzdem eine klare Empfehlung an jeden Freund von fairen, aber schweren Spielen. Human Resource Machine, ein Indie-Titel, der Programmieren zum Rätselspiel macht. Sehr cool, für mich aber zu einfach, weil ich halt Informatik studiere. Pocket Mortys, ein offizieller Rick and Morty Pokémon-Klon, der für jeden mit Zugriff auf einen richtigen Pokémon-Titel nicht zu empfehlen ist. Aber es sieht wenigstens besser aus. I will get you to the healing center. Crypt of the Necrodancer. Spaßiger Titel mit guter Musik, nur konnte das Gameplay mich nicht super lange motivieren. Für Fans von Roguelikes sicherlich empfehlenswert. Mario Kart 8 Deluxe. Ja, ist nichts Neues, aber es läuft auf der Switch in Full HD und mit einem Bild pro Sekunde mehr. Ein Bild pro Sekunde mehr. Nach ein wenig Rumgoogelei stellt sich nämlich heraus, dass die Wii U-Version in 64 Bildern eins doppelte. Warum auch immer. Der Bug ist behoben und das Spiel macht mit allen DLCs und vor allem unterwegs immer noch richtig Laune. Für alle, die sich eine Switch zulegen konnten, eine klare Empfehlung. Okay, wo ich eben schon beim iPad Pro war. Ich wollte erst eine Review dazu machen, aber eigentlich kann ich nur etwas zum neuen Multitasking sagen und das reicht nicht wirklich für eine volle Review. Also, welcher Idiot hat sich Split View und Slide Over ausgedacht? Zunächst unterstützen das nicht alle Apps, was ich nachvollziehen kann. Die sind halt nicht programmiert wie eine Webseite, die sich an jede Größe anpasst. Aber das Prinzip dahinter ist absolut nicht durchdacht. Zunächst, man kann zwei Apps gleichzeitig nur nebeneinander und nicht untereinander ausführen. Das ist absolut bescheuert, wenn man das iPad hochkant verwendet. Yep, optimale Benutzung der zur Verfügung stehenden Fläche. Als nächstes kann man unterstützte Apps so, aber nicht so verwenden. What the fuck, Apple? Was ist, wenn ich als Rechtshänder zeichnen und mir nebenbei eine Referenz ansehen will? Die Apps unterstützen diesen Mist doch schon, ihr müsst die nur andersherum anzeigen. Und wenn ich eine zweite App öffnen will und ich diese nicht in den letzten paar Stunden offen hatte, dann muss ich hier durch alle unterstützten Apps hochscrollen und die gewünschte finden. Keine Suchfunktion, keine kleine Version des Homebildschirmes, nichts. Und wenn ich mich jetzt entschließe, dass ich doch keinen Bock auf Multitasking habe, dann muss ich erstmal eine App öffnen, bevor ich wieder den ganzen Bildschirm nutzen darf. Multitasking existiert in dieser Form seit 2015 und keine Sau hat diese offensichtlichen Probleme behoben. Einfach wow. Ich liebe Rick and Morty. Ich mag es mir weiterführende Videos zu Folgen anzusehen, weil man beim Schauen einfach nicht alles mitbekommt. Was mich jedoch etwas nervt, ist, dass viele Fans Unendlichkeit nicht verstehen, aber mit dem Thema der unendlichen Dimensionen versuchen zu argumentieren. Wie zum Beispiel in dieser Folge, in der Rick eine Realität zerstört und die zwei in eine neue flüchten, in der beide tot sind. Es gibt unendlich viele Realitäten, Morty. In ein paar Dutzend hatte ich Glück und konnte die Normalität wiederherstellen. Dann sagt irgendein dahergelaufener YouTuber sowas wie: Wenn es unendlich viele Realitäten gibt, warum auch nicht unendlich viele, in der Rick die Normalität wiederherstellen konnte? Weil Unendlichkeit nicht so funktioniert, du dummärschiger, arschiger Arsch. Die Unendlichkeit beinhaltet nicht alles. Es gibt unendlich viele Zahlen zwischen 1 und 2 und keine davon ist die 3. Es gibt unendlich viele ganze Zahlen und keine davon ist Pi. Es gibt unendlich viele Unendlichkeiten und in keiner davon hast du eine Ahnung von dem Mist, den du hier von dir gibst.
Solange in Rick und Morty keine Definition derer unendlichen Realitäten gemacht wird, können wir nichts über diese sagen. Nichts. Gut, das waren meine zufälligen Gedanken in Kleinkram, der Show, die definitiv nicht von Jaden Animations oder The Odd Ones Out geklaut und in schlechter von mir umgesetzt wurde. Ich habe für einen Wettbewerb des ZDF ein Video produziert, das es tatsächlich bis ins User-Voting geschafft hat. Abseits von einer ordentlichen Geldprämie winkt außerdem eine Ausstrahlung des Videos im ZDF. Wenn ihr meine Einreichung sehen wollt, dann klickt hier links und schaut sie euch an. Wenn sie euch gefällt, dann bewertet das Video bitte positiv und teilt es auf Twitter und Facebook mit dem zugehörigen Hashtag. So helft ihr mir nämlich zu gewinnen. Vielen Dank und einen wunderbaren restlichen Tag euch noch.